Willkommen, willkommen zu Starbound mit mir, Peter Bus von Creed.de und ja, Furious Koala, meine Basis beginnt zu wachsen und ich habe mir gedacht, stürzt du dich doch nochmal auf die Mods? Ja, stürzt du dich nochmal auf die Mods. Und der Mod, den ich heute vorstellen möchte, neben ein paar anderen Kleinigkeiten, ist der Light Drones Mod von Zynit. Und die erste Variante davon sieht man auch schon hier. Ich kann leider mit der Maus nicht drüber fahren. Das Ding, was da hinter mir schwebt, ist eine kohlebetriebene Lichtdrohne, die sich als Rückenslot verhält. Also man hat die hier und die produziert einerseits Wärme und andererseits Licht. Interessanterweise, davon gibt es drei Stufen, die an jedem Crafting Table gemacht werden kann. Nicht hier an der Metalworking Station, aber an einem Crafting Table. Also ob Robotik oder der normale ist Schnurz, man kann es an allen machen. Hier sind die und da gibt es verschiedene Varianten von Nummer 1, 2 und 3. Wo man dazu sagen muss, dass Nummer 3 auch die Fähigkeit hinzufügt zu atmen. Das heißt, man hat hier Licht, Wärme und die Möglichkeit im Weltall und unter Wasser zu atmen. Also kein Bedarf mehr für das Survival-System, obgleich das ein Inhalt von, also eine Baukomponente für die Version Nummer 3 ist. Die Ressourcenkosten sind im Grunde genommen völlig in Ordnung. Die Light Drone können wir hier mal vergleichen. Die erste ist sogar ein bisschen teurer, insofern man Kohle und Fackeln braucht, als die normale Lanterne, die man mit sich herumschleppt. Und ich finde das total wichtig, weil diese Laterne war eines der besten Items, die es so im Spiel an sich gab. Und es hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen, dass die ja so ein bisschen mittelmäßig praktisch nur war, weil man sie halt eben nicht benutzen konnte, um im Weltall damit herumzurennen und vor allen Dingen unter Wasser. Also man konnte nicht einfach gerade nach unten buddeln und war dann gesichert, wenn man irgendwie Wasser auf sich drauf hatte. Dann war das immer noch alles etwas problematisch. Ich wollte die Kerzen gerade wieder aufstellen. Da unten. Da sind die Kerzen. Die wollte ich wieder aufstellen. So. Der nächste Mod, den ich mir wieder zugelegt habe, ist der Mini-Dozer-Mod. Von dem hatte ich schon gesprochen. Allerdings scheint es bei dem mittlerweile im Augenblick so einen kleinen Bug zu geben. Ich bin nicht so ganz sicher, ob sich das jetzt nur bei mir so verhält oder generell der Fall ist. Wir probieren es mal gerade aus. Ganz normal ausrüsten als Tech. Jupp. Bei der Aufnahme nicht springen und starten. Nope. Irgendwo stehen und starten. Das funktioniert dann schon eher. Auch wenn ich da jetzt festhänge. Braucht ein bisschen Platz, damit der läuft. So, das funktioniert alles ganz wunderbar. Aber zumindest war es vorhin so, als ich damit anfing. Dass der einfach mittendrin verschwindet. Also ich drücke jetzt keine Taste außer die Bewegungstaste. Ich fahre nur. Ich bin jetzt nicht sicher, ob er da hätte verschwinden sollen oder nicht. Ich bin hier zu dicht an der Oberfläche. Ich muss mal einen besseren Platz hin. Ach ja, und natürlich der Blood-Mod ist auch wieder da, weil ich fand das doch tatsächlich ein bisschen langweilig, so normal zu kämpfen. Und so gibt es dem Ganzen irgendwie so eine gewisse ja, das gibt dem Ganzen mehr, wie ich finde. Ist selbstverständlich absolut nicht nötig. Also, ich würde jetzt niemandem sagen, oh, du musst den haben, sonst ist das Spiel blöd. Das sicherlich nicht. Aber es gibt dem Ganzen doch ein bisschen was. So, versuchen wir nochmal den Bug zu rekonstruieren, wenn man hier eine Weile gerade aushält. Ich fürchte, ich komme durch den Berg durch, bevor es passiert. Steigt man nämlich einfach ab. Aber ich bin jetzt erneut wieder nicht so ganz sicher, ob das daran lag, dass da diese komische Schlingpflanze im Weg war. Mit denen hatten wir ja schon generell Probleme, oder?
ob es jetzt tatsächlich daran lag, dass der Bug aufgetreten ist. Versuchen wir es einfach nochmal. Ja, da kam es jetzt gerade. Und hier nochmal. So, ich weiß nicht, woran es hängt. Ich habe vermutet, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass man knapp vor dem Ende von dem ist, was man abbauen will, oder dass irgendwo ein Loch ist oder sowas. Ließ sich leider nicht bestätigen, weil dieser Fehler auch in völlig geraden Gängen auftritt, wo theoretisch genug Platz wäre, um noch eine Weile zu fahren. Unabhängig davon funktioniert er dennoch zum größten Teil hier. Das ist dann ein bisschen nervig, muss man die ganze Zeit zurücklaufen und vorlaufen. Aber es geht immer noch schneller als mit der Pickaxe und insofern, ja, ich hoffe, es wird gefixt. Keine Ahnung, ob das ein bekannter Bug ist oder woran es eben hängt. Wer weiß, wer weiß. In jedem Fall, diese drei Mods begleiten mich jetzt im Augenblick ganz grundsätzlich. Ich werde mal sehen, was ich mir noch so zulegen will. Gibt es ja einiges sehr Interessantes, unter anderem natürlich wieder ein Mod, der mein Raumschiff verändert. Der Spaceship-Mod, den ich vorgestellt hatte, funktioniert jetzt selbstverständlich nicht, weil ich den hätte angeschaltet haben müssen, bevor ich diesen Charakter erstellt habe. Und mir ist jetzt nicht so richtig danach, schon wieder einen neuen Charakter zu erstellen, deswegen bleibe ich bei ihm und werde dann einfach anderen Spaceship-Mods mal ein bisschen eine Chance einräumen, mich von sich zu überzeugen. Es gibt ja sehr, sehr schicke, fertige Raumschiffe, die man sich da zulegen kann, die andere Spieler entwickelt haben. Und ja, das ist natürlich durchaus nicht uninteressant. So, das schien mir jetzt gerade leichter, das alles so abzubauen, als da herumzugraben. So, ansonsten bin ich eigentlich immer noch dabei, den Roboter zu basteln. Ich muss mal gerade checken, wie weit ich eigentlich schon bin und was ich noch machen könnte. Ich habe mir einen Koch gekauft, der jetzt hier die ganze Zeit herumrennt. Ich habe ihm extra eine Küche gebastelt, aber davon hält er nicht so wirklich viel. Dafür kann man sich alle Zutaten kaufen, die man so braucht zum Kochen. Finde ich sehr gut. Meine Basis ist auch diesmal so gebaut, dass der nicht rauseiern kann und sich dann umbringen lässt von irgendwelchen Viechern, sondern der bleibt hier quasi drin, weil er nicht rauskommen kann, und das lobe ich mir doch sehr. Und er tut zumindest so, als wäre er in der Küche unterwegs. So, nein, falsch, da will ich hin. Wo habe ich denn jetzt? Habe ich denn schon was abgelegt davon? Da! Die Arme haben wir schon. Das Gehirn ist nämlich auch schon da. Wie viel kostet denn das hier? Stahlbarren brauchen wir da ganz eine Menge von. Eisen haben wir sehr viel. Dann machen wir einfach mal aus allen unseren Eisenbarren Stahlbarren. Soweit ich das kann. Ich habe immer noch den eisernen Bogen. Vielleicht sollte ich mir mal den stählernen bauen. Sowieso die höchste Ausbaustufe, da kommt ja nichts mehr. Oder ich schaue mal nach einem Mod, der irgendwas Fernkämpfiges macht. Das scheint mir irgendwie sinniger zu sein. Hol ich mir mal gerade das Gehirn hier oben raus, was wir uns schon erarbeitet haben. Bauen wir zuerst mal dies. So, jetzt können wir nämlich den Kopf schon mal bauen. Das können wir bauen. Fehlen nur noch die Beine und dafür brauche ich Pixel. Pixel. Dann schmeißen wir das hier alles mal gerade schon da hinein. Und war da noch irgendwas? Nee. Das war's soweit. Produzieren wir nochmal schnell hiervon ein bisschen was, um das Inventar leer zu räumen. Und dann begebe ich mich gerade mal auf einen anderen Planeten und wir schauen, ob ich genug Pixel zusammenbekommen kann, um den Roboter zu bauen, damit wir dann auch langsam aber sicher
weiterkommen. Ich weiß nicht genau, war ich auf diesem Planeten? Ja, hier war ich schon. Hier war ich schon. Da war ich schon mal unten und so. Gehen wir doch mal hierher. Und schauen, was es da so gibt. Habe ich noch Kohle? Oh ja, das bringt mal gar nichts. Das lasse ich direkt sein. So, die Flügelchen hier will ich nicht. Das hier will ich auch nicht, weil ich mir sicherlich nichts bauen werde. Bandagen könnte ich mir machen. Das wäre mal eine Option. Dafür haben wir ja jetzt genug von dem Zeug. Wobei ich habe auch noch einige Stimpacks, was ganz gut ist. Die tun deutlich mehr als die Bandagen. Für meine Gesundheit. So. Und wie kann ich nichts aus dem Zelt rausbauen? Aus dem Bett raus ging das mal. Aber naja, gut, was soll's. Wir sind quasi angekommen. Die Truhe hier stelle ich jetzt doch noch auf. Irgendwie gefällt mir das, wenn ich die da oben... Nein? Ach, da ist das Licht im Weg wahrscheinlich. Na gut. Irgendwann anders. Schauen wir erstmal, was dieser Planet so zu bieten hat, um meinen Pixelvorrat aufzufüllen. Abgebaut wird jetzt hier mal nichts. Geht jetzt wirklich nur um die Pixel, denn so um die 1000 oder so. Um die 1000 bräuchte ich. Aber hier liegt so viel. Hier liegt so viel Metall. So viel Eisen. Na komm schon. Dozer, funktioniert schon. Ja. Bis ich da einen Platz habe, dass der startet, habe ich das auch abgebaut. Gibt's ja jetzt gar nicht. Au, 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 au. So, jetzt aber. Das wollte ich noch. Dankeschön. Zu niedrig. Fast, fast, fast. Habe ich eben gesagt, hier wird nichts abgebaut diesmal. Jupp. Nicht, dass ihr mich jetzt für einen Lügner haltet oder so. Ich lüge nur sehr selten. Zumindest bei YouTube. Und generell gar nicht. Selbstverständlich. Warum ist jetzt hier so viel Eisen unter der Oberfläche? Das missfällt mir. Ah, wir haben Hunger. So, gegen Hunger haben wir perfektestens vorbereitet. Was seid ihr denn? Riesige Spinnen-Skorpion-Schwertviecher mit 10 Milliarden Augen. Pfui. Pfui, pfui, pfui. Das ist ja englisch. Blauer Sand. Irgendwie bin ich so gewohnt, dass mich alles auf fremden Planeten angreift, dass ich einfach grundsätzlich alles auf fremden Planeten angreife. So, dann sparen wir uns das hier mal gerade und fahren hier einfach durch. So weit, wie wir kommen. Und da hört es dann auch schon auf. Na komm schon. Naja. Sand kann ich mich jetzt auch wieder so durchbuddeln. Ist ein bisschen schade. Ich will jetzt aber auch nicht den Creative Mode installieren, weil der bietet dann wieder zu viel einfache Auswege und ich nehme das einfach mal so als natürliche Barriere gegen den Missbrauch des Mini-Dozer-Mods. Dass man dadurch, dass man halt eben doch nicht so einfach alles machen kann, immer noch ein bisschen darauf angewiesen ist, händisch nachzuarbeiten. So, was haben wir? Oh yeah. Oh sweet. Woohoo. Hervorragend. Oh ja. So muss das sein. So muss das sein. Es ist zwar nicht mehr der Bro Crusher, aber es ist der Wicked Death Hander. Der Wicked Death Hander. Oh Mann, was für eine gute Folge. Oh Mann, was für eine coole Folge.
Das ist alles gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich nur Pixel haben. Eigentlich geht es mir nur um die Pixel. Aber ich fürchte, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Dafür muss alles sterben, was mir über den Weg läuft. Und dann lasse ich die Pixel auch noch liegen. Ah, baut immer noch den Boden ab. Traum. Traumhaft. Dann graben wir uns einfach mal durch. Und hier graben wir uns auch nochmal gerade durch, weil ganz viel Eisen. Ach, komm schon. Das sind die paar Millimeter. Sehr schön. Oh. Hey. Du hast bestimmt Pixel dabei. Nicht viel. Aber das heißt, hier gibt es Häuser. Und in Häusern sind immer Pixel drin. Auch nicht viele. Aber vielleicht gibt es hier dann irgendwo einen Tempel. Wo Häuser sind, ist vielleicht auch ein Tempel. Ob ich den Tempel noch finde oder nicht. Ob es hier überhaupt einen Tempel gibt. Das finden wir, würde ich sagen, einfach gemeinsam das nächste Mal heraus, wenn ich diesem Vogel irgendwie entkommen konnte, der mir da ans Leder will. Was ich nicht schätzen kann. Na, wer ihn Pixel hat er weggeworfen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Like gelassen. Wer was zu sagen hat, kommentieren. Und wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.